Ja, Doshi, Glückwunsch zum Punktgewinn gegen den HSV gestern. Ihr habt nicht nur das 2:2 über die Bühne gebracht, sondern du hast auch dein erstes Saisontor geschossen. Wie hast du denn das Tor und das ganze Spiel erlebt? Ja, das Tor war natürlich ein schönes Erlebnis für mich. Mein erstes Tor in der Saison, glaube auch mein erster Torschuss. Da ist es natürlich dann immer was Schönes. Ja, das Spiel war, glaube ich, auch relativ ausgeglichen. Sind früh in Führung gegangen. Haben es bis dahin, glaube ich, gut gemacht, hatten das Spiel unter Kontrolle, kriegen dann unglücklich das 1:1 kurz vor der Halbzeit, wo wir noch die Chance hatten, 2:0 in Führung zu gehen. Haben es leider nicht geschafft und gehen dann mit einem 1:1 in die Halbzeit. Aber ich denke, dass wir sehr gut auf die Halbzeit gekommen sind, dass wir verdient in Führung gehen, hatten gute Chancen. Auch nach Standards waren wir immer wieder gefährlich. Und ja, wie gesagt, gehen dann 2:1 in der Führung und haben das Spiel aus meiner Sicht unter Kontrolle, mussten einige brenzliche Situationen überstehen, den Lattentreffer und ja, dann macht es Hamburg natürlich auch gut, es ist keine schlechte Mannschaft und steht zu Recht, glaube ich, auch da weit oben in der Tabelle und ja, setzen dann unter Druck und wir schaffen es leider nicht, den Ball zu klären und kriegen dann den Ausgleich und ja, hinten raus wurde es dann wieder besser, hatten wir das Spiel wieder mehr im Griff und hatten dann auch die Chance, glaube ich, das Spiel zu gewinnen. Hat leider nicht geklappt und so glaube ich, dass es ein verdientes Unentschieden ist. Ja, ich glaube, wir haben gesehen, es sind zwei Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel aufeinander getroffen. Das ist ein sehr intensives Spiel gewesen. Auch hat man gesehen, lange auf Augenhöhe gewesen. Ist, glaube ich, die Chancen war ungefähr auch gleich gewesen vom Verhältnis her. Ja, und am Ende schlägt es sich dann auch im Ergebnis wieder. Halt, ne? Ich glaube trotzdem, dass wir wieder eine sehr gute Leistung gebracht haben, weiter ungeschlagen geblieben sind dann auch. Zumindest über diesen Zeitraum jetzt, den wir jetzt auch schon ein bisschen haben auch. Und dementsprechend ja, war es wieder eine sehr, sehr engagierte Leistung auch. Ich glaube, man sieht auch vorm 2:2, alle versuchen sich reinzuwerfen, versuchen irgendwie einen Schuss zu blocken. Mit Quentin Glück springt er vielleicht dann irgendwo anders hin, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir wieder eine sehr gute Leistung gezeigt, auf der man auch weiter aufbauen kann. Ja, ich denke, es war ein richtig geiles Spiel. Wie gesagt, schon vor ausverkauftem Haus. Denke ich, haben ein gutes Spiel gemacht, verdient einen Punkt geholt, aber wäre noch ein Tick mehr drin gewesen. Du hast persönlich dein 11. Saisontor in der zweiten Liga gemacht. Wie stolz macht dich das, dass es dieses Jahr so gut läuft? Ja, es macht natürlich stolz. Ja, freut man sich natürlich über jedes Tor, auch jetzt gestern gegen HSV. Macht mich stolz, aber macht mich genauso stolz, dass wir so eine gute Leistung gebracht haben und gegen so ein Top-Team mithalten konnten. Du sprichst das 2:2 gerade schon an, auch beim ersten Tor von Hamburg, es war alles etwas unglücklich. Der Ball war abgefälscht, wie hast du das aus deiner Sicht erlebt? Ja, wie du gerade schon sagst, ne? Es ist zweimal abgefälschter Ball irgendwo. Ärgerlich, klar, keine Frage. Da hat uns vielleicht das Quäntchen Glück ein bisschen in der Situation gefehlt, dass halt auch irgendwie noch jemand dazwischen kommt oder so. Aber nichtsdestotrotz haben auch Glück gehabt beim Lattenschuss vom HSV Anfang zweiter Halbzeit. Deswegen, klar, und dass du nicht alles wegverteidigen kannst gegen Tabellenführer, ist auch klar, ne, dass es dann auch mal Rückschläge gibt. Aber ich glaube, die haben wir dann auch gut aufgefangen, sind nicht umgefallen. Und am Ende, muss man auch ganz ehrlich sagen, sind wir dann auch wieder dran gewesen, haben gedrückt, haben noch ein paar Standards gehabt am Ende. Und wie gesagt, deswegen glaube ich, können wir mit dem Punkt gut leben. Schade, wir hätten natürlich gerne mehr gehabt, aber ich glaube, der HSV hat auch gerne mehr mitgenommen. Aber wie gesagt, am Ende, glaube ich, eine gerechte Punkteteilung dann auch. Vor der Pause hat der HSV so ein bisschen das Zepter in der Hand gehabt, aber du hast es schon gesagt, aus der Halbzeit seid ihr richtig gut rausgekommen. War das die Halbzeitansprache des Trainers? Der Trainer hat betont, dass wir uns auf keinen Fall verstecken müssen, dass wir selbstbewusst sein müssen. Das haben wir dann, glaube ich, auch versucht umzusetzen und hat man dann auch gesehen, wie wir aus der Halbzeit gekommen sind, dass wir das gut gemacht haben. Und ja, da hat der Trainer schon die passenden Worte getroffen, klar. Und wenn du dann 2:1 in Führung gehst, zu Hause gegen den HSV, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Und ja, wie jetzt schon gesagt, im Endeffekt ist es ein gewonnener Punkt und wir brauchen jetzt nicht irgendwie anfangen, da die Köpfe hängen zu lassen, sondern haben das gut gemacht und auch verdient den Punkt gewonnen. Schwer zu sagen, es ist natürlich ein schwerer Gegner, kann man ja nie so spielen, so haben, wie man es will, hängt natürlich auch vom Gegner ab. Ja, ich denke, es ist normal, dass man manchmal so Phasen hat, wo man halt mehr Ballbesitz hat, wo man mehr Chancen hat und beim Gegner genauso, deswegen ist es schwer zu sagen, an was es lag. Hinten raus waren auch die Fans voll da, die Ford Arena war ausverkauft, wie sehr pusht es einen, wenn die Stimmung so gut ist? Das ist natürlich immer super halt, ne? wenn du so einen Rückhalt hast, dann einfach auch glaube ich, wo die Leute gemerkt haben, wo wir uns ein bisschen schwer getan haben, dass sie trotzdem hinter uns stehen und uns unterstützen auch dann in den schwierigen Situationen auch. Und dementsprechend ja, hoffen wir, dass wir jetzt in der
relativ erfolgreichen Phase, die wir jetzt auch haben, auch ein bisschen was zurückgeben können. Alles klar, danke. Bitte schön. Gut, wunderbar, danke. Danke, ja. Mach's schon.